Nein, der war doch schon zusammengerollt. Der ist noch zusammengerollt, der liegt aufs Bett jetzt. Aber wie sollen wir den, kriegen wir doch da nicht raus. Wir müssen noch das Bett da, sonst kommen wir nicht um die Ecke rum. Und Felix, jetzt nimm mal bitte die Kamera runter, nimmst du den Teppich mal bitte hier. Oma, am Samstag schaffe ich auch nicht, nächsten Samstag. Da komme ich dann zum Kaffee und Tee. Also so ist ein Opa, ich würde auch mal sein. So schön und so warm. Liebe Leser, liebe Fans, so schlägt man Rührei. Sind die vom Fegge-Oma, vom freilaufenden... Wieso nicht Sylvia und Martin? An den habe ich auch gedacht. Ja, also, ich muss nur sagen, dass ich Sylvia und Martin an dich denke. Aber das denkst du dir, ey. Schotele. Und was mit nach Berlin kommen, müssen wir was mit Eva ausmachen. Ja, aber doch, weil es ganz da nicht ganz aufregt. Nö. Na, Martin? Ja. Martin, Bibi hat gesagt, die Lautstärke sollte noch ein bisschen runterkommen. Und ja. Er hat gesagt, ich komme immer, wenn er kommt. Und es gab diesmal keinen richtigen Streit. Aber wenn nächstes Mal, wenn er kommt, rede ich so wie jetzt normal. Jedes Jahr sterben in Deutschland dann viele Menschen an dem Lärm. An der Lautstärke. Ja, das ist schwer. Okay. Also Oma, nimm doch mal ein Beispiel dran. Ja. Wenn wir einmal alle im Bad liegen, dann ist es ganz klar. Ja, genau. Guck mal, die nächste Gespanne, du kriegst aber auch von der Bus.
Ich mag ja Spargel. Ah, guck. Ah, und das kommt dann erst später drauf, die Semmelbrösel. Genau. Wobei, das sieht ja lecker aus. Du darfst essen, was du trinkst von allen. Du, das ist in YouTube denn. In YouTube. Also, ich dachte, da kann man nur Bilder und Videos reinladen. Mit Essen habe ich das noch nicht gesehen. Weil das wäre eine Möglichkeit, den Hunger in der Welt auch ein bisschen zu bekämpfen. Ja? Dass man praktisch hier sozusagen den Spargel hochlädt und in den armen Ländern dann die Kinder den Spargel. Genau, so wie hier, das da. So wie der Opa das gemacht hat. Und meine Tante Ellen hat es auch gemacht. Wie Tante Ellen hat es auch gemacht. War so gekauft für Ostafrika. Die Ellen. War so gekauft? Ja. Ostafrika. Ellen. Ich glaube, das ist sowas macht, Ellen. Nee, pass auf, so auf so einen Jungen auf, Baby, und der wird kriegt einen Bruder oder eine Schwester. Aha, ist am meisten entweder oder gar. Alles gut geht. Aber vor mir der Steffi jetzt bei Steffi alles. Und Schmettinger, oder? Nö. Nee. Das ist der Spruch. Doch, genau das. Ja. Weil. Oh, Schmettinger! Ja. Und so machst du auch bei Flugzeugen? Ja. Ja. Oma, aber ich komme am 5. nur mittags zum Tee. Am nächsten Samstag, am 5. Mai. Aber ich rufe nur mehr an. Die Frenz ist da nicht. Genau. Ich rufe nur mehr an. Und Bibi, du kriegst dann am 6. Mai die Nachricht übermittelt, dass es was Neues gibt. Am falschen. Könntest du dir auswählen, wie geht's? Ja. Opa, es gibt Essen. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Mir tut der Arm total weh.